das geheimnisvolle Wesen in das evangelikale Lager hineinführten und dadurch viele gläubige Christen irritierten und sogar verführten. Zu ihnen gehören unter anderem die bekanntesten zu nennen: John Mark Templeton, Norman Vincent Peale, Robert Schuller, Bill Hybels, Billy Graham, Bill Bright und auch leider Bischof Meyer und Präses Morgner. Diese Personen haben nicht nur untereinander einen guten Kontakt, sondern auch auf eine besondere Weise geistige Verbindung zu dem fremden Agenten. Es ist ein beschämendes Indiz für das evangelikale Lager, dass Männer wie Graham, Bright und Schuller engsten Kontakt zu dem fremden Agenten halten, und zwar über den Hochgrad-Freimaurer Norman Vincent Peale und seinen Schriften, die durch sie nicht nur bekannt gemacht, sondern auch verbreitet werden und wurden. Der Anlass, diese Informationen bekannt zu machen, weiterzugeben, ist wieder durch die Worte Hesekiels, die warnenden Worte Hesekiels veranlasst. Sie lauten: Dich nun, Menschensohn, habe ich als Wächter für das Haus Israel eingesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Munde hören und sie vor mir warnen. Wenn ich dem Gerechten sage, leben soll er, und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Unrecht, so wird all seine gerechten Taten nicht gedacht werden, sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, wird er sterben. Nach Hesekiel 33, Vers 7 und 13. Da sich die erwähnten Personen im christlichen Lager großer Beliebtheit erfreuen, sollten sie sich die Worte Hesekiels ganz besonders zu Herzen nehmen. Damit kommen wir zu der ersten Person, John Mark Templeton. Templeton ist der Stifter des legendären Templeton-Preises für Fortschritte in der Religion. Templeton ist Evolutionist, Okkultist, Universalist. Sein Buch Gesetze des Lebens hat ausgerechnet die Zeitschrift Christsein heute von Billy Graham gegründet, eine ganzseitige Werbeanzeige gewidmet mit Empfehlung von Peale, Schuller und, man höre und staune, Billy Graham. Templeton gehört zweifellos zu den antichristlichen Personen der Gegenwart, die leider von den führenden Evangelikalen voll akzeptiert und hofiert wird. Seine neuheidnischen Lehren, wie eben erwähnt, wurden von Robert Schuller bereits 1986 unter den Evangelikalen verbreitet. Hier einige Textbeispiele aus Templetons Schrift. Zitat: Der Geist Christi wohnt in jedem Menschen, ob derjenige es weiß oder nicht. Oder das traditionelle Judentum und Christentum verlieren ihren Einfluss auf die Informationen des zeitgemäßen Denkens. Oder die nächste Stufe menschlich-göttlichen Fortschritts
auf der Evolutionsskala benötigt geistige Talente, die sich nicht auf antike Offenbarungen oder Schriften stützen wie die Bibel. Oder, um einen Fortschritt dieser Art zu fördern, haben wir den Templeton Stiftungspreis für den Fortschritt der Religionen gestiftet. Und abschließend, Gott ist Milliarden von Sternen in der Milchstraße. Gott ist unzählige Milliarden von Wesen auf Planeten. Gott ist alles, woraus sie bestehen. Und sie sind ein Teil von ihm. Unbegreiflich, dass Männer wie Graham und Bright nicht nur für die Verbreitung dieser antichristlichen Thesen mitverantwortlich sind, sondern sie nahmen den hochdotierten Templeton-Preis entgegen, der für die Verbreitung dieser Philosophie vergeben wird. Das ist ein Verrat am Evangelium. Verstehen wir, welche Kanäle der fremde Agent benutzte, um das evangelikale Lager zu korrumpieren? Unzählige christliche Gemeinden haben dadurch geistigen Schaden erlitten. Einer der engsten Mitarbeiter des fremden Agenten ist Norman Vincent Peale. Er wurde am 30. September 1991 als Freimaurer in den 33. Logegrad des schottischen Logeritus aufgenommen. Sein Porträt hängt im Freimaurertempel in Washington. Bekannt wurde Peale durch sein Buch Positives Denken. Darin spricht er von Gott als Energie und vom Gebet als von einer wissenschaftlichen Technik. Einer seiner berühmten Aussprüche lautet: Ändern Sie Ihr Denken und Sie werden alles ändern. Norman Vincent Peale gab einmal bei einer Veranstaltung folgenden Kommentar: Es ist nicht nötig, wiedergeboren zu sein. Sie haben Ihren Weg zu Gott. Ich habe meinen. Ich habe in einem Shinto-Heiligtum ewigen Frieden gefunden. Gott ist überall. Oder, wenn jemand bewusst visualisiert, dass er bei Jesus ist, ist das die beste Garantie für Bewahrung des Glaubens, die ich kenne. Als Glied des 33. Logegrades sind ihm natürlich die berühmten Instruktionen des souveränen Großmeisters des alten und angenommenen schottischen Ritus bekannt, die Albert Pike am 4. Juli 1889 den 23 höchsten Räten der Welt mitteilte. Trotz der Erkenntnis dieses luziferischen Dogmas erklärt Peale: Ich habe bei den freimaurerischen Ritualen niemals auch nur die leiseste Aussage vernommen, welche ein Christ nicht zustimmen kann. Nun weiß Peale sehr wohl um den luziferischen Einfluss und die Kräfte des Freimaurerkults, wie sie der Hochgradmaurer Manly Hall beschrieb. Er sagte: Wenn der Freimaurer das Geheimnis seiner Fertigkeit gelernt hat, liegen die brodelnden Energien Luzifers in seiner Hand.
Der geistesfremden Agenten, der in Norman Vincent Peale wirkt, benutzt ebenso die anderen oben erwähnten Persönlichkeiten, um die biblische Botschaft des Kreuzes zu verderben. Wie groß der zerstörerische Einfluss ist, zeigt der Vortrag der fremde Agent im Missionsprogramm. Ein unwiderlegbares Indiz geistiger Vereinnahmung durch den fremden Agenten ist die Idea-Meldung vom 29. April 1993. Zitat und Überschrift: Keine Bedenken gegen Mitgliedschaft in den Freimaurerlogen. Darin heißt es: Von 15,2 Millionen südlichen Baptisten sind 1,3 Millionen Freimaurer. In der größten protestantischen Kirche der USA, den südlichen Baptisten, gibt es keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge. In einer jetzt vorgestellten Studie der Heimatmission der 15,2 Millionen Mitglieder zählenden Kirche heißt es, dass die Logenzugehörigkeit eine rein persönliche Entscheidung ist. Damit kommen wir zum Punkt 3, Robert Schuller. Sein Markenzeichen ist die Radio- und Fernsehsendung Stunde der Kraft. Weltweit hören und sehen pro Woche zig Millionen Zuschauer den bekannten TV-Prediger und Pfarrer Robert Schuller in seiner Sendung Stunde der Kraft. Diese Gottesdienste werden in Schullers Glaskathedrale in Kalifornien aufgenommen und in alle Welt ausgestrahlt. Schuller ist es, der nicht nur die Grenzen zwischen den christlichen Denominationen verwischt, ja selbst die Barriere zwischen definitiv antichristlichen Religionen einreißt. Er lehnt die zentrale Botschaft des Evangeliums ab, indem er Sünde, Gnade und Erlösung durch psychologische Begriffe ausdrückt. Von Gott ist bei ihm nur in Bezug auf Liebe, Freude und Frieden die Rede, nicht aber in Bezug auf Gnade, Kreuzestod und Sünde. Mit dieser Theologie fährt er genau die Schiene seines Lehrmeisters Vincent Peale. Was in der Politik und Wirtschaft als Globalisierung bekannt ist, geschieht auf dem Sektor Religion mehr oder weniger im Verborgenen. Zu denen, die die Einheit der Religionen, Globalisierung und Ökumenismus für notwendig halten, gehört Robert Schuller. In seiner Begeisterung über die Annäherung der Religionen prophezeite er: Im nächsten Jahrtausend werden wir alle religiösen Führer uns darauf konzentrieren, die Verschmutzung der Religionen zu beseitigen. Es ist an der Zeit, dass die Religionen der Welt aufhören, miteinander in Wettstreit zu treten. Nach Schullers Ansicht müsse die christliche Religion von ihrem Ballast an Regeln und Zwängen befreit werden, sodass der religiöse Mensch seinen Wünschen gemäß leben könne. Eine seiner berüchtigten Maxime lautet: Kräftigen Sie Ihr Ego,
Zerstören Sie es nicht. Verdammen Sie es nicht. Erlösen Sie es. Wie? Durch das Kreuz. Das Kreuz heiligt den Ego-Trip. Das ist Gottes Lästerung und Herabwürdigung des Kreuzes. Schuller predigt ein typisches Wohlfühlevangelium. Für ihn ist der Glaube nichts anderes als eine Grundlage für die Serviceleistungen Gottes, um menschliche Lebenswünsche zu erfüllen. Schullers besonderes Verdienst ist die Einführung der neuheidnischen Lehre in die Christenheit durch Templetons Buch »Die Gesetze des Lebens«. Ein Zitat hieraus: Sie wissen gar nicht, welche Kräfte Sie in sich haben. Sie können die Welt zu allem machen, was Sie wollen. In diesen Worten schwingt unüberhörbar der Ansatz des berüchtigten Telemargesetzes von Aleister Crowley mit: Tu, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Crowley war Okkultist und Satanist. Mit Robert Schullers Philosophie drang wahrlich ein Rauchschwall des fremden Agenten ins evangelikale Lager und breitete sich besonders in Bill Heibels Willowkrieg-Gemeinde aus. Damit kommen wir zu dem vierten Punkt, Bill Heibels. Robert Schuller sagte einmal im Zusammenhang mit Bill Heibels: Ich war der Erste, der wirklich Gemeindewachstum bei den amerikanischen Kirchen einführte. Er, nämlich Heibels, war der erste Bursche, der diese Prinzipien übernahm, sie verbesserte und sie so stark ausweitete, dass sie die Grenzen ihrer Möglichkeit erreicht haben. Ich bin stolz auf ihn. Ich halte ihn für eines der größten Dinge, die der Christenheit unserer Tage widerfahren sind. Demgegenüber erklärte Dave Hunt: Bill Heibels ist eine weitere Führungsperson, die als Pastor der Willow Creek Kirche in Illinois, das ist die einflussreichste Gemeinde Nordamerikas, vielleicht sogar der Welt, weitere Massen in dieselbe Richtung, in die Irre geführt hat. Es ist wahrlich eine erfolgreiche Troika, ein Dreiergespann. Heibels als Schüler Schullers, Schuller als Schüler Piels. Piel ist der clevere Mittelsmann des fremden Agenten. Wen wundert bei dieser geistigen Kontinuität das Schillernde der Willow Creek Gemeinde, das Schillernde Willow Creek Programm? Pritchard, der Verfasser von Willow Creek, die Kirche der Zukunft, zeigt in seinen Darlegungen mit aller Deutlichkeit den Einfluss der freimaurerischen Prinzipien Pluralismus, Relativismus, Toleranz und Pragmatismus auf die Programmgestaltung dieser Gemeinde. Ein Beispiel für Toleranz und Relativismus: Während einer Gottesdienstveranstaltung präsentiert Bill Heibels ein halbjähriges Sündenregister seiner Megagemeinde. Auf Fragebogen bekannten Gemeindeglieder ihre Übertretungen und Entgleisungen.
33% hatten gelogen, 18% gestohlen, 12,5% hatten Ehebruch begangen. 27% der Männer haben Pornografie konsumiert. Ein beachtliches Sündenregister für eine christliche Gemeinde mit über 12.000 Mitgliedern. Ein zweites Beispiel. Eine Woche später wurde das Sündenregister der Singles verlesen. 25% der Unverheirateten, 38% der Alleinerziehenden, 49% der Geschiedenen gaben zu, unrechtmäßige sexuelle Beziehungen gehabt zu haben. Und nun geschieht das für uns oder für einen Christen Unfassbare. Bill Heibels ruft seine Gemeinde nicht zu Buße und Treue auf, sondern empfiehlt lediglich, streckt eure Brust ein bisschen heraus. Wir erkennen unsere Ungerechtigkeit an und liefern sie der Gnade und Wahrheit aus. Und als Gemeinschaft lernen wir, wie wir Vergebung erlangen und wie der Heilige Geist uns helfen kann, in der nächsten Woche, im nächsten Monat und im nächsten Jahr ein wenig anders zu leben. Hier offenbart sich der alles tolerierende, humane Geist des Freimaurertums. Es ist das Prinzip Piels und Schullers, das da lautet: Das Kreuz heiligt den Ego-Trip. Drittes Beispiel. Heibels lässt das okkulte 12-Schritte-Genesungsprogramm für anonyme Alkoholiker in seiner Gemeinde durchführen. Der geistige Vater dieses Programms ist Bill Wilsons. Den Teilnehmern des Programms wird ein angepasster Gott vorgestellt. Bereits bei dem zweiten Schritt des Programms muss der Teilnehmer bekennen: Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Beim dritten Schritt wird bekannt: Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Bei den Programmpunkten spricht man von einer unbekannten Macht, von einem Gott nach persönlichem Dafürhalten. Das ist der freimaurerische Gott, ein sogenanntes regulatives Prinzip. Doch anstatt hier Alarm zu schlagen, fördern und verbreiten Velokrieg und unzählige Gemeinden diese todbringende Illusion. Der fremde Agent kam auch hier zu seinem Ziel. Wir kommen zum fünften Punkt, Billy Graham. John Pollock, der bekannte Biograf Grahams, schreibt in seiner offiziellen Biografie über Billy Graham: Er war ein christlicher Staatsmann für die ganze Welt, ein Katalysator, der Einzelpersonen und Bewegungen zusammenbringen und einen Prozess der Verschmelzung in Gang setzen konnte. Im Weltreport gab Graham 1988
Hierzu passend folgenden Kommentar ab. Meine Reisen in aller Welt und meine Beziehungen zu Geistlichen aller Denominationen haben ein ökumenisches Wesen aus mir gemacht. Wir sind durch Theologie, manchmal auch durch Kultur und Rasse voneinander getrennt. Doch das alles bedeutet mir nichts mehr. Diese Kommentare beweisen seine jahrelangen Bemühungen um die Zusammenarbeit mit Katholiken, Charismatikern und Adventisten, was schließlich bei Großevangelisationen von Pro Christ zum Tragen kam. Billy Graham ließ sich 1981 dazu verleiten, Papst Johannes Paul II. Als den größten moralischen Führer der Welt und weltweit größten Evangelisten zu bezeichnen. Es ist erstaunlich und bedauerlich zugleich, wie Graham im Lauf der Zeit in Richtung Rom abdriftet. Im Anfang seines Predigtdienstes verkündigte er den Kommunismus, den Islam und den Katholizismus als die größten Gefahren für die Welt. Als er später katholische und weltliche Ehrungen entgegengenommen hatte, war sein christlich-evangelikales Kleid nicht mehr makellos. Welche Ehrungen nahm Graham bedenkenlos an? Erstens die Ehrendoktorwürde des Jesuitenkollegs in Kloster Belmont sowie den katholisch-internationalen Franziskaner-Ehrenpreis für den Beitrag zur wahren Ökumene. Zweitens den Templeton-Preis. Diesen hochdotierten Preis bekommen Personen, die sich um Fortschritte auf dem Gebiet der Religion verdient gemacht haben. Drittens die Ehrung als Ritter durch das englische Könighaus. Viertens den goldenen Fünfzackstern mit Namen eingelegt auf den Ruhmespfad in Hollywood. Fünftens den Ronald Reagan Friedenspreis. Reagan sagt, durch Graham ist die Welt besser geworden. Es ist unbestritten, die Großevangelisationen Grahams haben viele Menschen zum Glauben geführt. Es soll nicht übersehen werden. Aber es sollte auch mit Martin Lloyd-Jones die Frage gestellt werden, heiligt der Zweck die Mittel? Wie lauten doch die Worte Jesu in Johannes 12, Vers 43? Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre von Gott. Der Kirchenhistoriker Murray schreibt über Graham, im Gegensatz zu seiner früheren Überzeugung war Billy Graham jetzt bereit, sich von nahezu jeder bekannten religiösen Führerpersönlichkeit unterstützen zu lassen. Ergänzend hierzu Graham: Ich habe herausgefunden, dass das, was ich glaube, im Wesentlichen dasselbe ist, was rechtmäßige Katholiken glauben. Wir unterscheiden uns nur an einigen Punkten späterer kirchlicher Traditionen. Wie weit hat sich Graham von der biblischen Wahrheit
und ihren Grundsätzen entfernt und dadurch ein großes Vertrauensdefizit erlitten? Noch einige Kommentare aus der US-Fernsehsendung Larry King Live. Billy Graham wurde gefragt, wie er zu den Mormonen und zu den Katholiken stehe. Er antwortete, oh, ich denke, ich habe mit allen eine wunderbare Gemeinschaft. Mit dem Vatikan kenne ich mich gut aus. Ich habe den Papst mehrmals besucht und an dem Abend, an jenem Tag, als der Papst gewählt wurde, predigte ich in seiner Kathedrale in Krakau. Ich war sein Gast. Als Graham gefragt wurde, ob er den Papst mag, antwortet er, ich mag ihn sehr. Er und ich stimmen in fast allem überein. In der Fernsehsendung des US-Charismatikers Robert Schuller erklärt Graham zum Thema katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche öffnet ihre Arme und heißt uns willkommen. Und wir haben von der römisch-katholischen Kirche alle Unterstützung, egal wohin wir gehen. Ein letzter bedeutsamer Kommentar Grahams. Ich habe gesehen, dass mein Glaube im Wesentlichen der gleiche ist wie der Orthodoxen und der römischen Katholiken. Hier drängt sich das Bild des Menetekels auf. Gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Dass auch Graham von dem Geist des fremden Agenten nicht unberührt blieb, kommt unverkennbar in seinem warmherzigen Segenswünschen an den freimaurerischen Jugendorden de Molays zum Ausdruck. Der Orden besteht aus Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren, die aus freimaurerischen Familien stammen. Diese jungen Menschen werden später in die regulären Logen aufgenommen. Aus einem bestimmten Anlass sprach Graham zu ihnen folgende Worte. Ich finde zwei Gruppen von jungen Leuten heutzutage. Eine, die Gewalt und Rebellion vertritt. Sie kann man bis hin zu Kain verfolgen. Die schwören, die Mittelklassenmoral und Ethik auszulöschen und die gegenwärtigen Traditionen umzustoßen, sowie die Ideale der letzten Jahre. Es ist eine sehr kleine Gruppe, die sehr viel Lärm macht. Dann gibt es die nachdenklichen, besorgten jungen Leute, die versuchen, die moralischen Fehler der älteren Personen auf intelligente und verantwortungsvolle Weise zu korrigieren. Das sind die jungen Leute, auf denen die Zukunft Amerikas ruht. Die de Molays. Sie sind ein Teil dieser Gruppe. Möge Gott die de Molays reichlich segnen bei ihrer künftigen Arbeit. Man kann hier kaum bestreiten, dass Billy Graham schon aufgrund dieser Laudatio an die de Molays Beziehungen zu dem fremden Agenten hat. Zum sechsten Punkt, Bill Bright. Auch Bill Bright hat Kontakt zu dem fremden Agenten, den er empfing aus der Hand Prinz Philipps von England, ein Glied des fremden Agenten, im Mai 1996 im Buckingham Palast,
den legendären Tempelpreis. Bill Bright nahm nicht nur die weltliche Ehrung im Buckingham-Palast entgegen, sondern er empfing einen Tag später die Ehrung in einer katholischen Kirche in Rom. Damit verlor auch er wie Graham durch die Ehrung und Annahme des Golden Templeton Honorars seine christliche Integrität. Denn die Voraussetzung zur Erlangung des Preises ist die Bereitschaft, das okkult-freimaurerische Gedankengut Templetons zu akzeptieren und zu verbreiten. Über die Grundhaltung zur Annahme des Templeton-Preises bemerkte seinerzeit die Zeitschrift Signal, eine Schweizer Zeitschrift, seinerzeit in einem Artikel unter der Überschrift Ehre oder Schande, dass führende evangelikale Persönlichkeiten Ehre für sich nahmen und damit Schande auf Gott und Jesus Christus brachten. Templeton ist wie sein Leitbild Teilhard de Chardin der Überzeugung, dass eine neue Religion geschaffen werden muss, die mithilft, dass sich der Verstand zu übernatürlichen Geistern und Seelen entwickelt. Leuchtende Genies sollten neue Spuren ziehen, denen man nachfolgen kann. Um diese Möglichkeit zu fördern, hat die Templeton Stiftung einen Preis zur Fortschrittsentwicklung auf dem Gebiet der Religion ins Leben gerufen. Unübersehbar. Fortschritte in Sachen Religion zielt auf eine Amalgierung der großen Weltreligionen hin, auf die Welteinheitsidee des fremden Agenten, der bereits auch in den Konzilschriften sein Siegel aufgedrückt hat. Die Templeton Stiftung bietet finanziellen Anreiz, der dem Ziel der Weltökumene zugutekommen soll. Und für diese Idee ließen sich leider Bill Bright und Billy Graham gebrauchen. Die eindringliche Warnung an jene Personen, die in diesem Kapitel erwähnt sind, finden sich in Matthäus 7, Vers 22. Es heißt dort, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und was antwortet der Herr? Nach diesen Darlegungen folgende Frage. Wie ist es möglich, auf der einen Seite den dreieinigen Gott zu bekennen und gleichzeitig von einem Komitee heidnischer Religionsführer das honorierte Prädikat religionsfortschrittlich entgegenzunehmen? Der Begriff religionsfortschrittlich leitet fließend über zu der Anschauung der sogenannten Neuevangelikalen, zu denen sowohl Bill Bright als auch Billy Graham gezählt werden müssen. Der Neuevangelikalismus ist ein Versuch, das Evangelium den Modernisten schmackhaft zu machen und damit das Ärgernis des Kreuzes abzuschwächen. Hier reflektiert unübersehbar die freimaurerische Maxime Humanismus, Pluralismus und Toleranz. So hat denn auch hier der fremde Agent sein Ziel erreicht. Damit kommen wir zum siebten Punkt,
Bischof Meyer und Präses Morgner. Kaum zu glauben, die Pietisten Meyer und Morgner werben gemeinsam für die katholische Kirche, für die große Ökumene, dem Endziel des fremden Agenten. Beide Männer führen die Evangelikalen in das römische Lager. Luther würde seinen Tintenfass heute zweifellos nicht mehr an die Wand schleudern, sondern man plant für das Großobjekt Ökumenischer Kirchentag in Berlin 2003. Bischof Meyer preist bereits die gemeinsamen Vorbereitungen und ungeknüpften Kontakte. Württembergs Pietisten fragen sich allerdings, wie kann ein Mann wie Meyer, der biblisch fundierte Schriften verfasste, auf ökumenischen Romkurs gehen? Auch Präses Morgner hat keine Probleme, im Windschatten Roms zu segeln, dessen Kurs bekanntlich der fremde Agent mitbestimmt. Die folgende Äußerung des Pietisten Morgner dürfte echtes Befremden ausgelöst haben. Morgner empfiehlt angesichts der Entchristlichung folgenden Weg. Wenn wir etwas in der Politik bewegen wollen, dann müssen wir die evangelischen und katholischen Pfunde zusammenlegen. Würde der Pietist Morgner einen solchen Satz formulieren, wenn er die Konzilsschriften des Zweiten Vatikanums und die weltpolitische Auffassung der Päpste zur Kenntnis genommen hätte? Morgner postuliert, es ist besser, katholisch zu glauben und in dieser Kirche beheimatet zu sein, als überhaupt kein Verhältnis zu Christus zu haben. Damit hat der Präses des Gnadauer Verbandes sein pietistisches Kleid verunreinigt. Wie passen denn Pietismus und Katholizismus zusammen? Präses Morgner gehört zum Hauptvorstand der Evangelischen Allianz und ist daher bestens mit Peter Strauch, einem Dritten im Bunde, liiert. Topic erwähnt die drei Namen Meyer, Morgner und Strauch unter der Überschrift »Wie evangelikale Führer die Evangelikalen verführen«. Topic Oktober 02. Das Wort Verführen hat in der Bibel einen hohen Stellenwert. Assoziiert es doch bekanntlich zu den Praktiken des Antichrist. Der Vergleich scheint hart, aber wie sollte man die Worte Bischof Meyers anders einschätzen, die da lauten? Ich ermutige Sie, diese Chance wahrzunehmen und am Ökumenischen Kirchentag in Berlin teilzunehmen. Eine andere erschreckende Feststellung ist, dass die evangelikale Zeitschrift Aufatmen einen radikal pro-katholischen Kurs fährt. In dieser Schrift hatte Ende des Jahres Peter Strauch in einem Artikel, der darüber nachdachte, wie man Katholiken trotz aller Unterschiede in die Arme schließen könnte. Dazu ein Wort zum Nachdenken aus der bekannten Padua-Erklärung. Wir lesen dort: Das globale Ziel des Katholizismus ist Katholizität. Nach römisch-katholischem Verständnis hat Katholizität zugleich mit Einheit und Totalität zu tun.
Hier bedarf es zweifellos keiner weiteren Erläuterung. In der katholischen Kirche steht die Tradition über der Schrift. Das ist genau das Gegenteil der reformatorischen Maxime, allein die Schrift. Grundsätzlich laufen die gegenwärtigen ökumenischen Bemühungen auf der Ebene des Pluralismus, Relativismus und der Toleranz. Und genau das sind die Prinzipien des Freimaurertums, des fremden Agenten. Abschließend möchte ich an dieser Stelle die Frage wiederholen, die Topic Nummer 11 2002 gestellt hat. Arbeitet der pietistische Landesbischof Gerd Meyer im Auftrag Roms? Vielleicht ist unbekannt, dass eine sogenannte Initiative Unita Dei Christiani existiert. Das ist ein Verein zur Förderung der Einheit der Christen nach katholischem Vorbild. Der heutige Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, der deutsche Kardinal Walter Kasper, wurde als Prokurator bevollmächtigt, diese Initiative voranzutreiben. Im August 2001 gründete Kasper mit etwa 150 Interessierten aus Oberschwaben den eingetragenen Verein Initiative Unita Dei Christiani. In einer Verlautbarung des Vereins heißt es, die in den letzten 10 bis 20 Jahren großartige Arbeit in der Ökumene ist nach unserer Ansicht so weit vorangeschritten, dass eine Einheit der Christen zwischen der evangelischen und katholischen Kirche in absehbarer Zeit möglich sein könnte. In dieser Initiative gibt es bis jetzt nur wenige evangelische. Die prominentesten sind Bischof Dr. Gerd Meyer als offizieller Vertreter des Prokurators Kasper. Danach hat der evangelische Bischof Meyer voll die Interessen Roms wahrzunehmen und zu vertreten. Beim Gang der Dinge komme ich an einen Schrifttext nicht vorbei. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Er lautet: Und darum sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Ein Paralleltext hierzu aus Hosea 5, Vers 4 und 6. Ihre Taten gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Denn der Geist der Hurerei ist in ihrem Inneren und den Herrn erkennen sie nicht. Mit ihren Schafen und ihren Rindern werden sie hingehen und den Herrn zu suchen und werden ihn nicht finden. Er hat sich ihnen entzogen.